Apo Red ist zurück? Was ist passiert? Junge! Ja, moin Leute, ab Hose auf Trocken am Start, meine Freunde. Digga, willst du mich maximal verarschen? Wo sind deine Haare hin? Das war's mit meinen Haaren. Die schönen Chokgesell, wunderschön langen Haare von Apo LED, dem Allerechten, sind einfach kurz geschnippelt. Kann man auch einmal im Leben. Geil. Nice, Mann. Ey, hab ich echt, also, hab ich auch vermisst irgendwie den Apo Red. Der hat ich, also, ja doch, hab ich vermisst. Machen muss man auch nicht mehr. Also irgendwie haben viele meiner Real-Life-Kollegen die Frisur mehr geführt. Ich hab mal so eine Umfrage gemacht, das war glaube ich 50-50. Und ich, zu meinem Teil, fand die alten Haare schöner. Oder, Also irgendwie hat der Haarausfall, Chat, oder warum ist das so licht hier? Ich glaube, der hat dünne Haare, oder? Weil kurz zu Brain. Also Chat, ich weiß doch, in meinen jungen Jahren, wo ich auch so eine Frisur hatte, und ich hatte sowas mal, habe ich dir schon mal erzählt. Nein, du siehst doch da nicht so durch die Haare durch, Digga. Ja, vielleicht will ich noch einfach nur runterreden, weil ich selber Haarausfall habe. Kann natürlich auch gut sein, ja. Ist natürlich auch eine Option, ja. Ja, ne, deswegen. Aber ich finde, die Frisur sieht eigentlich, steht ihm. Sieht süß aus. Hasshaus-Emoji, ja, komm. Also wisst ihr, Chat, ich habe ApoRed nie eigentlich wirklich krass verfolgt. Ich muss aber wirklich sagen, das, was ich sehr gefühlt habe damals, Digga, und da könnt ihr mich jetzt dafür hassen oder nicht, das, was ich sehr gefühlt habe, waren diese eine Nacht verbringen im Matratzenland. Eine Nacht in der Schule. Die Videos, Digga, die waren wirklich unterhaltsam. Auch wenn es wahrscheinlich gefaked war oder vieles davon war wahrscheinlich nicht so ganz echt. Aber die Videos waren Baba, Digga. Das war echt guter Content. Fand den Bombenprank mies. Ja, das habe ich noch im Kopf, dass da mal was war mit Bombenprank. I don't know, ich habe den noch nie so wirklich verfolgt. Aber das habe ich gefühlt damals. Also die Videos habe ich ehrlich gefühlt. Die waren nice.